nun aber in die Symposionshalle am Wiener Messegelände zu Günter Toller und dem rot-weiß-roten Millionenspiel Made in Austria. Zu einer Zeit, als es in Österreich nur zwei Fernsehprogramme gibt, nämlich FS1 und FS2, sind Quizspiele unglaublich beliebt und haben ein Millionenpublikum. König aller Quizmaster ist Günter Toller. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt ist es soweit. Made in Austria heißt unsere neue Sendung. Hergestellt in Österreich. Günter Toller wird in Oberösterreich, damals Gau-Oberdonau, 1939 als Sohn einer Lehrerin geboren. Homosexualität ist noch lange strafbar, wird nur im Verborgenen ausgelebt. Toller wird Schauspieler, Moderator und Autor. 1992 outet sich Toller und wird Aktivist, aus sehr persönlichen Gründen. Die Basis meines Engagements liegt im, dass mein Freund, weil er AIDS gehabt hat, Selbstmord begangen hat, vor 5 Jahren. Das war der eigentliche Grund dafür, um dem Leben meines Freundes nachträglich einen Sinn zu geben, in seinem Auftrag weiterzuarbeiten, also zu sagen, okay, ihm konnte ich nicht helfen, dann helfe ich wenigstens anderen. Toller wird Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SOHO. Viele Politiker Österreichs tun sich mit Rechten für Homosexuelle sehr schwer. Selten gibt es Anlass zu lachen. Wenn Sie gehört haben, was standen von einer Partei geredet wird, dann ist es natürlich also, und dann zu sagen, das ist nicht diskriminierend, nein, das ist also, das ist das letzte Zertreten, wie ein Wurm kommt man sich vor, auf dem man herumtrampelt. Gleichzeitig gründet Günter Toller den Soforthilfeverein Positiv Leben, der HIV-Positive und an AIDS Erkrankten in Notlagen unterstützt. Offene Wunden am Körper. Seine Aufmerksamkeit gehört jenen, um die sich sonst nicht viele kümmern. Menschen, die am Existenzminimum leben und auch noch AIDS haben. Hinter jedem Brief ein Schicksal. Da geht es halt jetzt bloß an sich. Hier braucht einer medizinische Bedarfsartikel, Schwerkranker. Da geht's. Da hat jemand eine neue Wohnung gekriegt, Bodenrenovierung und ausgemalt muss werden. 300 bis 400 Menschen sind es jedes Jahr, denen Günter Toller mit Spendengeld aus der Patsche hilft. Insgesamt hat er schon mehr als 500.000 Euro an HIV-positive Menschen in Notsituationen überwiesen. Meist innerhalb eines Tages. Seine Lebenslust verliert Toller nie. Völlig überraschend, die Rosenresli. Guten Abend, Günter Toller. Ist das die Rosenresli? Ich bin keine Rosenresli, ich bin eine Landgräfin inkognito hier. Das sieht man doch ganz deutlich. Kennt man sagen, ein Land Pomeranschen? Nein, keine Pomeranschen. Ich habe adeliges Blut in mir. Also dauernd anschächert. Ich bin getrunken, mein Blut ist heute blau. Ich habe sehr zur Unterhaltung der Leute hier beigetragen, weil die haben mir applaudiert, wenn es mir hingeschmissen hat, die haben gelacht. So, meine Haltung ist ja einmalig, nicht? Bremsen, wie schaut es aus? Können Sie das schon? Naja, eher auslaufen, würde ich sagen. Nicht? Ich tue nicht Eislaufen. Ein Auslaufmodell. Das haben Sie gesagt. Höre ich aber nicht sehr gern. Mein spezielles Problem ist das, dass dieser Busen mit Luft gefüllt ist und je wärmer es hier erinnern wird, desto mehr dehnt er sich aus. Durch physikalisches Gesetz, jetzt zwicken mich langsam die Ärmel da drin. Das heißt, also die Ärmellöcher werden immer enger. Das heißt, der muss jetzt dann irgendwann einmal aufs Wohlherrenklo gehen, nicht? Und mit meinem Busen etwas entlüften, also Luft auszulassen. Nicht? Das ist genau das Leben, für das wir kämpfen. Nicht? Wir kämpfen gegen das Sterben, gegen das Elend. Für seinen politischen Kampf für die Rechte Homosexueller in Österreich und sein soziales Engagement für AIDS-Kranke und HIV-Positive erhält Günter Toller den Queer Legends Award 2024.